Warte auf das Zeichen. Gut, herzlichen Dank für die Einladung als korrespondierendes Mitglied aus der Schweiz. Es lebe das Fotobuch, weil es schon tot ist. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber man kann ja doch das eine und andere überlegen dazu. Ingo, dein Buch Mensch-Mann von damals habe ich natürlich in meiner Bibliothek. Ich habe 10.000 Bücher zu Hause, also es finden sich einige auch von euch. Ein ästhetisches Buch. Ich habe meinen Vortrag so, dass ich meine eigenen Bücher eigentlich in einer Korrespondenz zu bestehenden zeige. Und ich habe zwei Vorläufer, ganz frühe Beispiele eingebracht, nämlich um einfach diese Differenz, was überhaupt ein Fotobuch ist, etwas herauszuschälen. Ein ästhetisches Buch von Anna Atkins. Darüber haben wir gestern kurz gesprochen, über diese Cyanotypien. Da geht es eigentlich darum, dass in diesem Buch weniger jetzt ein Sachbuch ist, sondern es geht letztlich um ein Bilderbuch, um eine Dokumentation von solchen Algen, die dann eben gezeigt werden. Ich sage das deshalb wegen in einem Kontext zu einem anderen frühen Fotobuch aus derselben Zeit. Es wird ja gestritten, welches war jetzt das erste, war Talbot oder Atkins die erste, die solche Bücher gemacht haben. Aber Talbot hat ganz klar eine andere Perspektive eingenommen, indem er die Fotografie, die er damals publiziert hat, in diesen verschiedenen Einzelexemplaren, dass er darüber geschrieben hat. Also er hat einen Kontext versucht herzustellen mit diesen Bildmaterialien. Also nicht nur einfach Bilder im Sinne des Schönen, des Ästhetischen, sondern bereits hier eine Reflexionsebene, die er eingebaut hat. Es gibt in der Folge natürlich noch mehr. Ich weiß nicht, wer zum Beispiel John Thompson kennt aus den 1860er, 70er Jahren, denn in London sozusagen die arbeitende Bevölkerung fotografiert hat. Das habe ich in einem Buch drin, weil ich das unlängst erwerben konnte. Worum geht es überhaupt im Fotobuch? Es ist ganz klar eine Partizipation, es ist eine Vermittlung, die ich erreichen kann mit einem Objekt, das ich habe. Ich kann mir ästhetische Themen setzen, ich kann etwas herausholen aus dem Bildmaterial, ich kann etwas investieren, natürlich mein Wissen in diese Vermittlung rein und das, was rauskommt, eben als Objekt beteiligt oder kann ich mich damit eben beteiligen an der Welt, am Kulturlauf der Zeit und Zeitgeschichte. Ein Buch ist ein haptisches Objekt und das ist auch das Problem, wenn ich jetzt sozusagen einen Vortrag mache übers Buch, wobei eigentlich die Bücher, die ja wirklich eben auch da sind, dass man die eben auch in die Hand greifen muss und damit auch diese verschiedenen Aspekte, wie eben ein Buch besteht oder woraus es besteht, dass man das eben auch mitspüren muss. Also es ist, ein Buch hat einen anderen Zweck, als nur eben nur Bilder zu präsentieren, sondern es ist auch immer ein haptisches Ereignis mit diesen verschiedenen Parametern, die ich in dem Fall jetzt nicht einfach aufzählen will. Ich habe meine Textspur auf der Seite, das ist mehr darum, eben zu reflektieren, sind Reflexionsebenen, ohne dass ich das wie in einem sogenannten PowerPoint-Vortrag dann einfach irgendwie ablese. Es gibt die Produktionsbedingungen, das wisst ihr klar, alle, die Bücher machen, wissen um das, was man eben dazu braucht. Das eine sind die technischen Voraussetzungen, die eben vorhanden sein müssen. Wir haben das auch gestern im Portfolio Walk gesehen, was wird produziert und welchen Bedingungen, welche Anbieter gibt es, die eben auch schöne Bücher machen. Kennt ihr möglicherweise Buch.one, das finde ich mittlerweile den besten, der Fotobücher macht gegenüber Online-Druck oder so, die waren früher etwas besser, aber mittlerweile sind die relativ schlecht geworden. Also Buch.one ist einer, bei denen viel gemacht, einiges aus der Produktion ist dort, was nicht im Offset-Druck ist und im Digitaldruck. Das wären doch einfach Möglichkeiten, um an
an Ort und Stelle oder eben mit wenigen Exemplaren überhaupt etwas zu erreichen, weil man dort beispielsweise Papiere, Bindungstechniken und so weiter gut auswählen kann und im Prinzip, wenn man sich etwas auskennt in der Druckvorstufe, doch sehr schöne Projekte machen kann. Mein Hintergrund ist, wie kurz erwähnt, ich habe eine große Bibliothek mit 10.000 Büchern aus der gesamten Fotogeschichte. Das sind natürlich auch Gewichte. Man braucht dazu Raum, auch Raum und Zeit gehört dazu. Ich habe aber auch Originale und das ist immer wieder etwas aus dem Originalbestand. Aus dem versuche ich dann eben auch Bücher zu machen, weil Vermittlung oder diese Bestände von Fotos, das ist ja auch etwas, was eine Art von, wie sagt man da, von Produktion, von Bildung, von Information und so weiter eigentlich mitträgt und damit eben auch in Richtung verschiedene Ästhetiken und in verschiedene Informationen etwas herstellt und Wissen vermittelt. Technische Ressourcen, klar, man sollte in etwa etwas schreiben können, man sollte layouten können. Das sieht man dann am Schluss, dass ich doch auch alles eigentlich fast in Personalunion mache, also von der Ideenkreation bis hin dann zum fertigen Buch, dass man eben möglichst vieles natürlich machen kann und damit ist es auch so, dass innerhalb einer vernünftigen Zeit auch ein Projekt realisiert werden kann. Meine Sache ist, das habt ihr da in dieser kleinen Broschüre drin, Bücher machen mit Herzblut, Schweiß oder Tränen, so eine Checkliste, die habe ich euch zur Verfügung gestellt, könnt ihr gerne haben, ich habe noch ein paar. Da habe ich auch in der Mitte drin so mal so einen Ablauf wie ein Buch, so was man irgendwie berücksichtigen sollte im Laufe der Zeit innerhalb eines Jahres, wenn ich ein Jahr zur Verfügung habe, was ich da jeweils auf diesen verschiedenen Bereichen, was Layout, was Verlag, was Druckerei oder Auftraggeber etc., welche Anteile da überhaupt in einem Buch vorkommen. Dann, klar, jedes Buch ist, wie erwähnt, dieses auch eine Art Privileg, etwas herzustellen in dieser Vermittlung drin, den Wissenstransfer aus dem Bildbereich, also aus dem Ästhetischen raus, Bilder, die nur rumliegen, daraus eigentlich einen Erkenntnisgewinn zu erzeugen. Das ist das, was mich vor allem einfach interessiert. Ich sage das jetzt als Fotohistoriker, weil ich jetzt doch schon einiges gemacht habe. Ich habe auch meine Dissertation geschrieben, damals 2006 ist die herausgekommen bei Böhlau über inszenierte Fotografie. Vielleicht kennen die einzelne. Die ist auch gut verkauft worden, heute gesucht, wie anderes auch. Aber dass man eben mit Bildmaterial überhaupt sich beschäftigt, und damit auch eine gewisse Intensität ins Bildmaterial oder dann in die Publikation irgendwie reinbringt. Also dieser Medientransfer, also vom originalen Bild dann eben in ein Buch drin, wo eben eine andere Konzeption möglich ist für die Fotografie. Die Fotografie, das ist natürlich dann auch eine Schwierigkeit, die Fotografie selber als Lingua Franca verstehen viele oder glauben das natürlich auch zu verstehen, aber sobald man in den Textbereich reinkommt und etwas darüber schreibt, ist man sofort in eine Sprache drin gefangen, Deutsch oder Englisch oder so, und dann wird es sofort natürlich schwierig in der Vermittlung oder in der Distribution von solchen Erkenntnissen. Vieles ist eben selber zu tun im Laufe der Zeit, also von der ganzen Bildbearbeitung bis hin zu der Textformulierung. Dazu braucht es natürlich auch eine gewisse Struktur und ein gewisses Zeitmanagement oder Projektmanagement. Schön ist es immer, wenn man ein eigenes Buch hat. Das ist das, was die Leute, wenn sie zu mir kommen, wenn ich jetzt als Verleger rede, sagen, ja, ich möchte auch ein Buch haben, dann sieht man, dass ein Wille da ist, etwas zu tun, weil man doch an das Buch als etwas Schönes glaubt. Es ist ein Stück Biografie, das man in der Hand hält.
dass man den aber auch verschenken kann und damit eigentlich auch ein Stück weit Biografie auch immer wieder abschließen kann. Jedes Buchprojekt ist immer auch ein Zeit der Zeitläufe des Lebenslaufs, um etwas wieder zu abzuschließen. Meine Metapher oder mein Credo sozusagen, ich möchte eigentlich gutes Bildmaterial, schön dargestellt, möglichst intensiv, also auch in Kontexte hereinbringen, die nicht einfach nur so banal, oberflächlich, monografisch sind, sondern dass ich eigentlich doch versuche, in einem Kontext das Bildmaterial zu zeigen und zu schaffen. Hier jetzt ein paar Beispiele. Wie gesagt, die Bücher liegen hier und haben damit eine andere Haptik noch, als wenn ich es jetzt einfach so als Beamer-Projektion mit ein paar technischen Angaben einfach erzähle. Die haben einfach so, damit man so sieht, ja, was sind dann so Auflagen oder was sind Größenordnungen, was sind Stückpreise oder so, was investiert man so für ein Buchprojekt, je nachdem welche Kontexte, je nachdem welche Technik, dass man zum Beispiel anwendet oder auch wer sind mögliche Finanzierer für solche Projekte. Hier in dem Fall Kunsthalle Memmingen damals für diese Ausstellung über Glöden und sein Umfeld. Da habe ich einfach einen Teil des Ausstellungsbudgets weggenommen, um daraus dann das Buch herzustellen. Das Buch selber, das ist die Technik, die ich eigentlich immer wieder verfolge. Ich habe viel Bildmaterial und wie bringe ich viel Bildmaterial unter? Hier, das ist so eine Art wie so eine eigene Ästhetik, die ich entwickelt habe, aus viel Material, also diesen Archivgedanken, wie auf einer Bildspur irgendwie zu zeigen, um daraus jeweils wieder ein größeres, ein wichtigeres oder vermeintlich wichtigeres Bild größer innerhalb des Buches abzubilden. Also das sind so Techniken, die immer wieder vorkommen bei mir, weil ich mit großen Bildern, Datenmengen überhaupt zu tun habe. Wir haben gestern über das Gruppenfoto gesprochen. Das war auch eine große Ausstellung in der Kunsthalle Memmingen, wo ich als Gastkurator diese Ausstellung gemacht habe vor 10 Jahren. Ein Riesenband mit jeweils Ausklappseiten. Jede Seite war zum Ausklappen. Das gesamte Phänomen der Gruppenfotografie, jetzt also nicht nur so Vereinsfotografie, sondern eben auch diese Aspekte mit den Objekten, die eine Gruppe auszeichnen, das war hier drin, bis in die Moderne rein, ins zeitgenössische Fotoschaffen aus China, aus Deutschland. Also Thomas Brenner war ja gestern kurz hier und war damals zum Beispiel auch mit beteiligt. Kitsch per Post. Mich interessieren Postkarten grundsätzlich, weil ich Postkarten ein sehr interessantes Massenmedium finde. Es ist relativ wenig darüber geschrieben oder gesagt worden, außer dass man weiß, ja, es handelt sich um sogenannte Kilometerfotografie. Böhlau hat das damals gemacht, Böhlau Köln. Ich habe gedacht, das wird ein Renner, war aber eigentlich ein Flop. Warum, weiß ich nicht. Eben dieses romantische oder eher dieses rückwärtsgewandte 19. Jahrhundert in dieser Bildsprache drin, hat anscheinend nicht verfangen. Dennoch war es natürlich auch ein Versuch, mit dieser Menge an Bildmaterial, rund 60.000, 70.000 Originalpostkarten, damit umzugehen, auch das wissenschaftliche Know-how, welche Verlage, welche Konzepte, welche Bildsprachen überhaupt in diesen Bildmaterialen drin sind und daraus eigentlich eben etwas Schönes zu machen, also wo man eben auch sieht, nicht im Sinne eines Kataloges, wo man ankreuzen kann, das habe ich nicht, oh, das fehlt mir noch, oder? Weil es sind ja immer Sechser-Serien meistens bei diesen Postkarten, sondern einfach um diese gesamte Bildwelt um 1900 herum überhaupt zu definieren und sichtbar zu machen, die eben
unglaublich raffiniert ist in der Drucktechnik, in der Handarbeit, in diesem Medium zwischen protoindustriellem Tun bis eben dann in diese Anilinfarben, mit denen, wo man sozusagen in Handarbeit und in Hausarbeit solche Objekte gefertigt hat. Zum Ende des, also nach 100 Jahren Erster Weltkrieg, habe ich diese Publikation gemacht über den Krieg, weil mir aufgefallen ist, der Krieg beginnt immer ähnlich und hört immer ähnlich auf. Der Erste Weltkrieg ist relativ gut dokumentiert in verschiedenen Arten der Fotografie, ob das Schlachtfelder sind, ob das Propagandabilder sind, ob das dann auch diese Rekonstruktion wieder ist, wie dieser Band da unten, also ein Originalband, wo es um die Wiedereingliederung geht. Also das sieht heute nicht anders aus in diesen verfluchten Kriegen. Luftaufnahmen hier oben. Also solche Dinge, die eigentlich immer wieder kommen, das habe ich wie versucht, in diesen 7 Kapiteln irgendwie aufzuzeigen, um eigentlich diesen Rhythmus oder diesen Zirkel des immer ewigen Gleichen irgendwie aufzuzeigen. Auch ein Flop, das Buch, hat sich bisher eigentlich schlecht verkauft, können Sie immer gerne noch anschauen. Gut, du kriegst das Geschenk, weil du kaufen willst. Postkolonial waren, auch das ist ein zweites Thema von Postkarten, kommt man sehr schnell ins Gehege mit VerlegerInnen, vor allem, wenn ich wollte das Buch eigentlich publizieren in einem größeren Verlag, aber Nacktheit ist No-Go im Buchbereich drin, vor allem, wenn man eben in diesen kolonialen Mustern natürlich drin ist, da kann man noch so lange vernünftigen kulturhistorischen oder kritischen Text irgendwie schreiben, worum es überhaupt geht in dieser Art von Bilderzeugung. Trotzdem, dass die meisten Arbeiten im kolonialen Diskurs drin sind immer so 2-3 Bildchen, möglichst klein, und dann ein riesen Aufbau von historischem Geschwurbel, ohne dass man die Bilder überhaupt selber mal reden lässt und sagen, was ist da überhaupt drauf? Weil meine Konzeption ist immer auch zu sagen, Bilder haben eine Wirkmacht, Bilder haben eine Bedeutungshoheit, wenn sie eben auch in der Menge irgendwie vorhanden sind. Also ein Einzelbild sagt im Prinzip noch nichts, das muss ich allenfalls interpretieren. Aber wenn ich hunderte oder tausende gleiche, ähnliche Bilder habe, dann ist das für mich auch ein Beweis für ein Phänomen letztlich. Und darum geht es auch, dass eben in der Parallelisierung jetzt zwar vom Bildmaterial, von natürlich Ressourcen, die man versucht, also Einteilungen zu machen, Bilder über Bridge zum Beispiel, das ist so ein Programm von Adobe, wo ich Bilder verzeichnen muss, oder die kriegen Stichworte bei Kitsch per Post oder auch bei dem gibt es rund 200, 300 unterschiedliche Stichworte, die ich jedem Bild zuweise, also immer mal eins, nicht alle natürlich, um am Schluss eigentlich aus diesen Stichworten Konvolute zu bilden, Cluster eigentlich zu bilden, um zu sagen, daraus kann ich jetzt eigentlich wie eben wieder einen Text formulieren oder kann eine Bildsprache oder so formulieren oder sichtbar machen. Ein kleines Büchlein, das ist eine Reflexion gewesen auf eine Ausstellung im Museum Rietberg. Die hatten eine Ausstellung zum Thema Spiegel und da kam die Fotografie praktisch überhaupt nicht vor. Und ich bin dann in mein Archiv und habe da geschaut, ja, was hätte ich da, und habe dann gleich so Post wendend innerhalb von 3-4 Wochen diese kleine Publikation gemacht, um die nachher noch ins Museum zu bringen und dort zu verkaufen, ist auch dort einigermaßen gelaufen. Die Reflexionsebene, die dann eben auch hier war, dass der Spiegel eigentlich ein spannender Ort ist,
der verschiedenen Orten, merci Thomas, der Ingo, dass der Spiegel, wie er eigentlich auftaucht, also in Zusammenhang mit den Weltausstellungen in Paris, dass das Boudoir, das ausgestellt wird, plötzlich eine Bedeutung erhält, dass über den Besuch der Männer in den Weltausstellungen, aber parallel natürlich noch im erotischen Freizeitbereich, dass der Spiegel eine wesentliche Rolle erhalten hat im Transfer nachher in Bauhaus, in die neue Moderne, in die Architektur und dadurch eigentlich wie auch den Spiegel in das Boudoir, also in die persönliche, in das häusliche Ambiente reingebracht hat. Das sieht man an der erotischen Fotografie relativ gut, wie gut dieser Spiegel eben als Mittel, Selbstzweck innerhalb des Häuslichen eine Rolle zu spielen beginnt, der dann eben abgekupfert wird bis hin. Ja, also die meisten von euch werden wahrscheinlich sagen, ja, meine Großeltern hatten noch kaum einen Spiegel. Also meine Großeltern bis in die 70er Jahre war in der Küche drin so ein kleines Spiegelchen. Davor hat man sich gekämmt. Meine Eltern, die hatten dann schon in ihrem Schlafzimmer, ja, so irgendwie was Nierentisch-ähnliches. Und erst danach kam ja wirklich das Spiegel eigentlich eine große Bedeutung erhalten oder erfahren hat. Selbstthematisch, autothematisch, also was überhaupt ein Fotograf ist, diese Sammlung von Werner und Trudi Bossart, vielleicht kennen die Einzelne. Bossart ist eigentlich ein Industrieller, hat eine große Firma und das übrige Geld, was er da hat, investiert er in Fotografie. Er dürfte wahrscheinlich die größte Daguerreotypie-Sammlung haben in der Schweiz. Er hat auch Erotika jetzt aufgekauft oder immer wieder mal, die er herausgegeben hat, jetzt gerade das letzte Buch über Stereoakte in dieser gleichen Aufmachung und davor der erste Band war über Schweizer Fotografie, also frühe Salzpapiere und so weiter, also was er eigentlich in seiner Sammlung drin hat. Diese Bilder waren eher ein Beifang zu seinen Sammlungstätigkeiten und er ist zu mir gekommen und gesagt, du könntest doch nicht mal mit dieser Kiste vielleicht was anfangen. Das sind immer schön, solche Aufträge. Und dann habe ich halt etwas angefangen, habe alles gescannt und dann gelayoutet, mit entsprechenden Texten und Kapiteln versehen. Das ist also alles, sind immer fotografierte Fotografen, also diese Szenerie, wo man ja denkt, der Fotograf ist nie auf dem Bild, selbstverständlich, und das ist dann halt die Provenienz, ist vor allem amerikanisch, französisch, man sieht da natürlich auch kulturgeschichtliche Differenz, wenn es um diese Art von Bildmaterialien geht. Schöner Band, schöner Auftrag, da ist bereits das nächste Projekt eigentlich am Laufen jetzt mit ihm. Aus dieser Beschäftigung raus von fotografierten Fotografen, dann die Emblematik, was ist überhaupt hinten drauf auf solchen Fotos? Da hat es ein paar schöne Details aus seiner Sammlung drin gehabt und ich habe dann plötzlich gesehen, da gibt es ja eigentlich noch total verrücktes Zeug. Habe dann selber angefangen zu sammeln und mittlerweile eine Sammlung von, weiß nicht, 1000, 1200 solchen Rückseiten aufgebaut, die ganz unterschiedlich das Thema Fotografie oder die Muse, die Fotografie ja überhaupt zeigen, mit diesen Engelchen, mit diesem Licht, mit diesen Lichtmetaphern, die etwas erzählen über das Gewerbe des Fotografen. Ja, das ist ja die Vorderseite, das ist ja kundenspezifisch, das interessiert eigentlich heute kaum mehr jemand. Aber die Rückseite, die hat einfach diese Spannung, die zwischen Emblematik aus dem Barock bis hin sozusagen ins Gewerbe, die Sonnenblumen, die Wappen von den Künstlergilden und so weiter, die Engelchen als Helferchen sozusagen in der Chemie und in der Abbildungstechnik,
dass man solche Dinge eben eigentlich auch als Gewerbe, als Möglichkeit sieht, wie Gewerbe dargestellt und wie sich das Gewerbe selber dargestellt hat. Aus dieser Beschäftigung vom fotografischen Berufsbild ist mir wieder in den Sinn gekommen. Es gibt eine schöne Arbeit von Rolf Wessendorf, das ist ein Schaffhauser Fotograf, der hat die SINAR, also Karl Koch hat die ja erfunden und der Wessendorf hat diese SINAR, diese Firma, weitergetragen und dann in der Schweiz eigentlich vertrieben und weltweit, im deutschsprachigen Raum vor allem, vertrieben und hergestellt. Dieser Rolf Wessendorf hat 1996 eine schöne Serie Werktag gemacht, wo er Personenfotos gemacht hat. Unten rechts Personenfotos von Berufen, also Berufsbilder, die er abgebildet hat mit den jeweiligen Geräten. Also das, was man eben aus der Gruppenfotografie, diese schmückenden Beiwerke, diese Epitheta Ornantia, wie man sie nennt, dass man eigentlich dadurch einen Beruf charakterisieren kann. Er hat diese Serie gemacht, die war auch ein Flop für ihn. Er hat die Bücher eingestampft, weil es nicht mehr gelaufen ist. Ich habe das jetzt rausgeholt. Ich habe in der Fotostiftung für relativ teures Geld die Digitalisate erworben. Also Fotostiftung gibt nicht einfach was her in Zürich, in Winterthur, sondern muss man kaufen. Habe ich gemacht und habe dann über diesen, also rund um dieses Phänomen des Berufsbildes historisches Bildmaterial, also angefangen zu sammeln, also von Giorgio Sommer natürlich, also die frühen Beispiele, Carlo Ponti, aber auch total verrücktes Zeug, was niemand so kennt wie ein Johann Mondstein aus St. Petersburg, Karte Visit mit total verrückten, schönen solchen oder aus Wien. Verschiedene Dinge aus, die einfach Berufe abbilden. Und zwar immer, und das ist das Entscheidende gewesen vor weißem Hintergrund. Also dieses Freistellen des Berufs, ohne eigentlich, dass man diese kulturelle Einbettung, wie das noch bei Schinkel oder wie man das auch bei solchen Berufsdarstellungen eigentlich sieht, oder diese Einbettung in die göttliche Natur, die hat man in der Fotografie relativ schnell ausgelassen. Nadar war da ein Vorreiter. Und wenn man das so in der Menge sieht, dann ist es einfach total heiß, wie sich das natürlich dann eben auch weiterträgt, bis in die heutige Fotogeschichte rein mit dem freigestellten Raum. Also ich erwähne Stefan Moses, den ich eigentlich einer der wichtigen finde, der das eigentlich gemacht hat. Ich erwähne nichts anderes, weil der eigentlich relativ banal diesbezüglich fotografiert hat. Also da war Stefan Moses und dann seine andere Leute, die dann wirklich eben sehr interessantes Material gemacht haben. Also das ist für mich das ist die ganz aktuelle Arbeit dort hinten, sozusagen die so auf der Höhe so meiner Fähigkeit, auch meines fotohistorischen Wissens und eben auch das, was man machen kann, wenn man einigermaßen sich auskennt im Bereich, was sonst vielleicht noch rumliegt. Wichtig ist auch, also gerade in dem Zusammenhang, solche Bildmaterialien zu finden, ist nicht ganz einfach und man muss schon etwas ausgefuchst sein, um irgendwie zu guten Objekten zu kommen oder dieses oder jenes einfach zu kennen. Und meine Erfahrung ist immer wieder, arbeite nicht mit Institutionen zusammen, das ist immer ein Ghetto. Das ist einfach einfacher mit Privatleuten, die was haben, sagen, du könntest mir, hast du nach, schau mal nach, oder dann einfach zukaufen. Und wenn ich jetzt dieses Buchprojekt sehe, das Buchprojekt hat, weiß nicht, was habe ich da geschrieben gehabt, 4.500 Digitaldruck, dann sind im Hintergrund etwa 30.000 Anschaffungsmaterialien für solche Originale. Oder das ist einfach, was ich denke, das habe ich jetzt, das ist einfach schön, das natürlich auch zu haben, aber damit hat man auch die Möglichkeit, etwas herzustellen, auch etwas zu zeigen, was sonst eigentlich gar nicht möglich ist.
Es gibt eine Serie von Schweizer Fotografen, die ich ab und zu einfach immer wieder mache. Da sind mittlerweile 7 Bände entstanden. Das ist dann immer etwas einfacher, auch in der Finanzierung her, dass man eben etwas herstellt. Dieser war schwierig, das ist keine Finanzierung im Hintergrund. Das ist ein Deutscher, Martin Guido Becker, der da im Ruhrpott Nachtaufnahmen gemacht hatte. Das ist 1990er Jahre, also das ist sind eher Archivmaterialien, auch das wieder Archiv aus dem Berner Oberland. Also so gibt es immer wieder mal Leute, die an mich, oder Sammler, die an mich herankommen und sagen, könntest du nicht, wie ich hätte da, würde man und so was machen. Und dafür ist eigentlich diese Reihe da, die immer im Prinzip gleich aufgemacht ist, von der Art und Weise mit diesem A4 quer. Und klar, es braucht dann halt irgendwo einen vernünftigen Text dazu, aber das sind dann auch Auflagen zwischen 100 und 200, die bezahlbar sind und die einfach so mal da sind, damit man sie überhaupt hat oder dass es eine Bibliothek die anschafft. Das ist einfach so ein Hinweis. Gibt auch weitere, also wir haben gesehen, ja eher bis zu den fotohistorischen Kontexten, aber es gibt auch dann so Sonderbände, eben Monografien. Thomas Carson, den kennt ihr wahrscheinlich als Aktfotograf, mit ihm war ich in Uganda und habe da verschiedene Serien, oder er hatte diese berühmte Serie mit den Fahrrädern, die er da gebracht hat, oder auch dieses Behindertenprojekt, das er fotografiert hat, die Mütter mit ihren behinderten Kindern, oder auch auf dem Schlachtfeld oder Ausbildungsstätte, dass man einfach auch mal so über einen Fotografen, ein monografische, ja, und ein paar verschiedene Aspekte aus einem Kontext heraus löst und die dann irgendwie sichtbar macht und dazu halt einen Text schreibt. Norbert Bruckmann ist eigentlich einer meiner Favoriten, der ist jetzt, geht gegen die 80 zu. Das ist auch im Digitaldruck, das ist nur reine Handyfotografie, der macht das seit knapp 10 Jahren und der fotografiert das täglich, der wird auch jetzt irgendwo zwischen dem Silvaplaner See oder so oder der Chiavenna, wo er lebt, irgendwie fotografieren. Das Verrückte ist an dieser Handyfotografie bei ihm, er hat einen unglaublich guten Blick, meines Erachtens, also, obwohl er eigentlich nicht absichtlich fotografiert, deswegen heißt das Buch ja auch Zufall, Absicht und Zufall. Es geht zwar mit der Absicht zu fotografieren, aber das, was er findet, ist immer der Zufall. Das ist eigentlich eine schöne Art, wie, ja, die ich einfach so spannend finde, weil sie sehr vielseitig ist und unprätentiös ist. Er hat keinen wirklichen Anspruch, irgendwie Kunst oder so zu machen, sondern es ist das, die vorgefundene Welt, das Obje Trouvé, dass er irgendwie findet und daraus irgendwie ein Buch zu konzipieren mit, weiß nicht, 3000 Bildern in 2 Bänden, 900 Seiten, also wo man schauen kann, wer druckt das überhaupt, das halt auch in wenigen Exemplaren, aber doch mal so zu haben, das ist eigentlich auch chronologisch geordnet, also dass man auch sieht, es ist immer wieder anders und die Welt als sozusagen wie eine Art Dokumentation, die macht, er hat dann eigentlich auch wieder die Handyfotografie selber zum Thema, also dass er wieder so wie da oben links, die bastelt er selber wieder in seinen Kistchen drin, also aus verschiedenen Bildern, die er gemacht hat, macht er da wieder Collagen draus oder hat man mal, also macht dann eigentlich Screenshots von dem, also auch, es hat natürlich auch im Buch drin, sowas wie Informationsbildchen, ein Fahrplan oder ein Notizzettel oder eine Weinetikette und natürlich das Essen. Solche Dinge kommen auch vor, weil sie den Lebenslauf in dem Sinn dokumentieren. Eine weitere Dokumentation zu einer Person, Eddie Brunner, der hat vor über 20 Jahren über sein Werk eine Publikation gemacht und da ging es darum, nochmals eigentlich jetzt kurz,
ja, wie er sagt, vor seinem Ableben möchte er dann nochmals die neueren Sachen aus den letzten 20 Jahren herstellen. Und da haben wir einfach die wichtigeren Werke und Serien, was jetzt so vor allem seine Panoramafotografien, die er gemacht hat, nochmals publiziert. Zum Teil sind es in Büchern schon bereits publiziert und zum Teil natürlich eben als Einzelne, als Proben oder auch so für Jahresberichte. Ich komme zum Schluss. Meine Arbeit ist diejenige einer, der das eben alles Personalunion sozusagen macht, diesen Transfer von der Materialität irgendwie in ein Medium, das man rumtragen kann. Das bietet Freiheiten, allerdings natürlich eben auch Konflikte, ja, weil man halt dann immer nur als Selbstverantwortlicher macht und alles machen muss, also vom Archiv bis dann wieder zur Archivierung des gesamten Projektes. Es hat auch natürlich einen gewissen, selbstkritisch gesagt, einen Selbstbeweihräucherungseffekt, oder wenn man so schöne Bücher macht, immer wieder, also das ist klar, man freut sich natürlich auch, wenn etwas entsteht und entstanden ist. Das Problem liegt darin, wo kommt man an Verkaufsstellen? Es gibt eigentlich noch kaum irgendwo, es gibt immer weniger Buchhandlungen, es gibt immer weniger Verlage. Die Produzenten, da könnt ihr euch selber an die Nase nehmen, nehme ich mal an, diejenigen, die selber Bücher machen oder machen wollen, kaufen selten Bücher. Also ich gehöre immer noch zu denen, die 300, 400 pro Monat für Bücher mindestens ausgeben. Also das ist dann immer halt die Frage, ja, für wen macht man es dann, wenn man selber nicht bereit ist, eben in dem Bereich drin eben auch etwas auszugeben. Die Konkurrenz ist natürlich auch, also über den Digitaldruck heute lassen sich Bücher machen, schöne Bücher machen. Also wie gesagt, ich habe ein Portal vorhin erwähnt. Ich finde es immer noch sozusagen für die persönliche Befindlichkeit ist ein Buch immer noch eine gute Sache. Zumindest für die Schweiz, ich habe da drin auch ein paar Adressen oder so, ist es immer noch so, man kriegt das eine und andere mitfinanziert. Also es ist nicht eine volle Finanzierung, man kann davon nicht leben, muss man eben sagen, aber man kann, wenn man das Leben auch, also das Buch auch als Teil des Lebens anschaut, klar, dann kann man sagen, es ist wieder was Schönes draus geworden. Es hat vor allem auch die Möglichkeit bei mir, weil ich noch einen Ausstellungsraum habe, dass ich eigentlich über diesen Raum oder auch über die Presse, die man eben erzeugen kann, von Berichten in der Schweiz drin, wenn ich, also Buchvernissagen werden kaum besprochen, aber wenn ich eine Ausstellung dazu mache, dann ist das natürlich immer interessanter. Nächsten Projekt ist, wie kurz erwähnt, diese Sammlung Bossart. Da hat unglaublich viel Aktfotografie erwerben können, also einen Nachlass, die bin ich gerade dran aufzuarbeiten. Dann ein Wunschprojekt von mir ist so die Geschichte des Aktfotobuches. Da gibt es zwar schon eine mittlerweile 20-jährige Publikation, Bertolotti, glaube ich, heißt er. Müsste man etwas Neues machen, etwas Besseres? Mein Anspruch ist immer, wenn ich was mache, dann muss es besser sein als das Vorgängige. Dann ausgehend aus dem, was ich so halt gesammelt habe, diese ganze narrative Fotografie, Inszenierung, finde ich halt immer höchst spannend. Und da taucht auch immer wieder mal etwas auf in der Fotogeschichte, was man nicht so kennt, die Kompositaufnahmen. Und was mich persönlich sehr interessiert, ist das ganze medizinische Zeug. Da ist immer einfach heikel. Es gibt wirklich unglaublich verrücktes Bildmaterial aus dem Bereich drin. Aber da braucht es irgendwie, weiß ich, noch einen guten Text dazu. Das sind so die nächsten Projekte. Über mich muss ich nicht mehr sagen, dass Fotografie ist nur ein Teil. Ich mache auch ab und zu etwas Kunstbücher oder so für andere Verlage. Aber soweit einfach mal diejenigen, die mit mir Kontakt aufnehmen möchten und allenfalls etwas produzieren möchten. Gut, besten Dank. Applaus
Fritz, ich bin wirklich froh, dass ich vorher keine Einführung gemacht habe und etwas zu deiner Person gesagt habe, weil hier ist es jetzt in sich irgendwie wirklich ganz komplex präsentiert. Bevor ich es jetzt ins Publikum hineingebe, würde ich ganz gerne nochmal auf diesen Ausruf, es lebe das Fotobuch, eingehen, weil es impliziert ja, wenn man so einen Ausruf tätigt, dass etwas sozusagen im Argen liegt. Ja? Und das wäre im Grunde genommen, das wäre natürlich jetzt nochmal halt von deiner Seite aus ganz interessant irgendwie zu hören, wie du das heute einschätzt. Ja, also ich denke, das Problem liegt daran, dass es eben auch keine Verlage mehr gibt, die Risiken eingehen. Das heißt, die Verlage, die etwas produzieren, ich weiß es aus dem Limmat Verlag, das ist dieses Grünliche hier, da geht es einfach darum, bring mal Geld oder wir müssen erst 20, 30, 40.000 suchen, damit ein Buch überhaupt publiziert werden kann. Und das Problem ist, dass diese Verlage, das habe ich jetzt bei Scheidegger und Spieß in einem anderen Kontext gesehen, ich habe gesagt, der Frau, die durchaus Geld hat, mach doch einfach im Digitaldruck für eine große Ausstellung in Zürich, in einer Halle drin, 100 Stück im Digitaldruck. Nein, ihr Neveu, ihr Enkel ist bei Scheidegger und Spieß der Geschäftsführer. Was erzählt er ihr? Ja, nein, wir brauchen unbedingt 1000 Bücher. Sie hat es dann investiert, 1000 Bücher. Die haben angedruckt bei DF. Bei irgendwo DVA, einen alten Dings da. Es war grottenschlecht. Ich habe gesagt, ich bin für die Quali verantwortlich, habe selber bei Buch One sofort mit den gleichen Bilddaten auf ein anderes Papier andrucken lassen und dann den Quervergleich gemacht und habe es dem Verlag gezeigt. Und ja, meins im Digitaldruck war einiges besser. Ich habe die ganze Auflage einstampfen lassen, habe 400 Stück gemacht, die immer noch viel zu viel waren, jetzt für den Scheidegger und Spieß. Aber eben, es geht mir darum zu zeigen, Verleger denken immer in Gehäusekosten, in Verlagskosten und damit wird ein Buchprojekt einfach viel zu teuer, als dass man wirklich, ich frage immer jeden, jede, wie viele Bücher weißt du ganz sicher, dass du verkaufen kannst? Dann wird es schon schwierig. Dann frage ich weiter, wie viele Bücher kannst du wirklich verschenken? Wie viele kennst du, wo du dein Buch verschenken kannst? Dann fallen die Zahlen immer ziemlich schnell runter. Ja, und das ist einfach Faktum. Ich finde nach wie vor, man soll gute, interessante Bücher machen. Ich finde auch, weil du nach dem Argen fragst, das Monographische ist immer heikel, das ist mehr Selbstbeweihräucherung. Was ich aber interessant finde, sind natürlich die fotohistorischen oder einfach die kontextuellen oder kontextualisierenden Bücher, weil man da einfach etwas mehr mitteilen kann, als nur irgendwie Bilder zu zeigen. Hier sind die Protagonisten der Foto. Szene, die alle gerne Bücher machen möchten. Es war an sich, glaube ich, lassen wir jetzt mal. Na gut, ihr organisiert euch. Jetzt hat deine Frage und deine Antwort schon einiges vorweggenommen, aber was mich interessiert, wir haben nämlich gestern Abend beim Abendessen das Gespräch auch gehabt, ist es deiner Meinung nach noch zeitgemäß, ein Buch, ein eigenes Buch über einen Verlag zu machen, wenn man da hingehen muss und dem Verlag das gesamte unternehmerische Risiko abkauft, der Verlag kein Risiko mehr hat, dann könnte man überlegen, welchen Anreiz hat er überhaupt noch, wenn man vielleicht sogar eine Vertriebspauschale obendrauf legen muss. Und ich habe etwas sarkastisch gesagt, wahrscheinlich muss man in Zukunft oft noch eine vorausschauende Entsorgungspauschale obendrauf legen für die Bücher, die nicht verkauft werden. Also, was ist deine Meinung dazu? Selber publizieren oder doch über den Verlag? Der Vorteil eines verlegerischen Unternehmens ist die ISBN, also eine Buchnummer. Wenn ich das eingebe nachher, die Bücher sind verzeichnet in einem
verzeichnislieferbare Bücher. Das kann ich tun. Ich kann die Beschreibung, ihr könnt meinen Namen googeln und so, da kommen über jedes Buch kommen die super Beschreibungen. Aber die Buchhandlungen oder die Internetbuchhandlungen wie Libri und die Amazon natürlich sowieso, die listen das zwar, aber man kann es nicht kaufen. Warum nicht? Weil der Barsortimenter sagt, Kleinverlage haben ihr Buch nicht lieferbar im Barsortiment, also nehmen sie es nicht auf. Also das heißt, ich kriege meine Bücher, obwohl sie vorhanden sind, gar nicht an die Leute. Deswegen ist das Problem eben nicht ganz aus dem Weg, aber ich habe zumindest über das Verzeichnis lieferbare Bücher natürlich die Bücher trotzdem vorhanden und kleinere Buchhandlungen, die können das selbstverständlich dort abrufen. Nun, eine ISBN-Nummer kann ich mir selber auch ziehen. Das habe ich schon zweimal gemacht. Ja, eine ISBN-Nummer beinhaltet ja nur, dass es irgendwo, dass es zugewiesen ist an einem bestimmten Buch. Aber damit ist es noch nicht in einem internationalen Verlagskatalog drin, wie zum Beispiel das Verzeichnis lieferbare Bücher, VLB. Und ist es das wert in dem Verzeichnis? Also wenn du, wenn jetzt also wenn du den kommt, auch, wenn du ein Buch machst und hast eine ISBN, dann würde ich das immer auch eingeben, weil es sofort, ich sage jetzt mal so, eine gewisse Veredelung natürlich ist auch für ein Buch, weil ein Buch, und das, da stehe ich ein dafür, es soll eine kuratorische Arbeit sein, letztlich. Und nicht einfach nur eine, ich habe Bilder und publiziere die wie eine Website. Das ist meines Erachtens der große Unterschied zu einer Website, wo einfach Bücher, wo einfach Bilder irgendwo rumhängen, zwar auch vielleicht seriell geordnet, aber sie haben keinen kuratorischen Kontext, weil alle Bilder sind gleich groß, alle erscheinen ähnlich, alle werden über den gleichen Leisten geschlagen und damit ist keine Wertung, kein kuratorischer Blick von außen sichtbar, der eben in einem Buch drin möglich ist. Ja, wir sagen einfach vorher noch mal kurz den Namen, damit alle Wolfram wissen. Wolfram Janzer, ja, altes ja. Mitglied, sieht man an Haaren und am Bart. Okay, du bist ja schon seit sehr langer Zeit immer bei unseren Tagungen. Immer wieder, aber immer mal, wieder. Ja. Aber so wie heute bist du noch nie aufgetreten. Also mit dieser Menge an Dingen, mit dieser Menge an unheimlichem Wissen, bist du mit... Warst du nie hier? Nein, noch nicht. Du hast dich ganz anders früher dargestellt. Ich finde es eigentlich unheimlich phänomenal. Sind zwei Sachen, die mir vorher auffallen sind. Bei den einzelnen Seiten kannst du vielleicht mal eine nochmal aufschlagen von irgendeinem Buch. Denn da sind ein paar Dinge drauf, die ich zumindest nicht verstehe. Ja, Moment, einfach so eine Anfangsseite. Ne? Nicht eine Bildseite, sondern eine Anfangsseite von einem Projekt. Hier, da hast du zum Beispiel stehen 140 Stunden, das heißt 9 Minuten pro Seite. Das heißt, das ist der Aufwand, den du dabei hast. Okay. Und das ist eben das Einfache gegenüber einem Buchprojekt, was natürlich den fotohistorischen Kontext hat. Hier zum Beispiel, das ist so eine typische, immer wenn ich Texte schreibe, fotohistorisch, bin ich etwa zwischen 40 und 60 Minuten pro Endseite, also pro gedruckte Seite. Okay. Das ist einfach alles in allem, Layout, Texte schreiben, Finanzierung, Budgetierung, Verhandlungen, das ist sozusagen die Denn Zeit. Das ist eine Geschichte, die wüsste ich nicht, wer sowas offenlegt. Wie meinst du das, der das so auflistet? Der das so auflistet und ja, einfach das, einen klar macht. Sagen wir es mal so, es macht. Also zumindest ist bis jetzt noch nie zu mir gedrungen, aber ich habe wahrscheinlich so viele Bücher selber gemacht. Ich habe zwar 1985 meine erste große Monographie rausgebracht, aber solche Dinge weiß ich nicht. Das hat damit zu tun, dass immer mehr Förderbeiträge, also die Institutionen, die Förderbeiträge geben in der Schweiz, die wollen eine Abrechnung. Und ich kläre die immer auf, was ist überhaupt mein Kulturstundenlohn? Und der bewegt sich zwischen 15 und 35 Euro etwa. Oder ich kann ja das, was hier als Digitaldruck,
Also für die 100 Stück, die Stunden, das, was ich an Finanzierung reinkriege, das ist in dem Fall etwa 11.000, habe ich da reingekriegt, jetzt für dieses Buch. Und wenn ich die Kosten alles umrechne, abzahle und dann auf meine Stunde umrechne, dann bin ich irgendwo an einem Stundenlohn. Und das möchte ich gegenüber den Förderbeiträgen darstellen, weil die Förderungen bei uns in der Schweiz, heißt es, man soll gerechte, kulturgerechte Löhne zahlen. Und genau um das aufzuzeigen, dass das eigentlich eben, ich schreibe das auch immer dann, ich kriege nur so viel, also ist das kein kulturgerechter Lohn. Meine ich doch auch, oder? Aber noch eine Frage, was zeigst du in deiner Galerie in Diessenhofen? Was ich da zeige? Ja. Ja, da zeige ich sozusagen diese ganzen Bücher. Ausstellungen zu den Büchern. Also jetzt zum Beispiel, da habe ich die Originale gehabt, diese Digitalisate, die ich auch für das Buch gebraucht habe. 140. Da ist ja die Vernissage gewesen, jetzt im Juni, zwei Wochen nachdem der Rolf Wessendorf noch im Rollstuhl bei mir war, ist er gestorben. Und jetzt, nächste Woche am Sonntag, ist eine Gedenkveranstaltung, wo ich die Ausstellung nochmals aufbaue, allerdings mit noch etwas historischem Material von seinem Archiv raus. Aber so habe ich halt einen offenen Raum und kann über diese Möglichkeit eines Raumes, so in etwa in der Größe, da kann ich auch etwas zeigen. Letzte etwas böse Frage, von was lebst du? Von der Rente. Bitte? Von der Rente. Von der Rente, aber die muss gut sein. Nein, wie gesagt, ich kann ja schon mal einen Stundenlohn rechnen, oder? Also, und damit ist jedes Projekt, das eine ist natürlich überhaupt nicht finanziert, das andere hat irgendwo etwas. Und es ist auch, ich lebe davon, dass ich natürlich auch Projekte mache, wo die Leute mich bezahlen. Also das Große hier, Bosshardt, der Millionär. Da Transparenz zu sagen, es sind glaube ich etwa 400 Arbeitsstunden gewesen, er hat mir 12.000 Franken offeriert. 12.000 Franken, okay, das ist immerhin etwas. Das ist, ich habe gesagt, ja, ich habe schon etwas mehr gearbeitet. Sagt, wir haben so ausgemacht, wir machen das nächste Projekt. Also klar, dann sage ich selbstverständlich, und jetzt bin ich am nächsten Projekt, das ist dann halt dann 15.000. Aber so habe ich... Okay. Mal da, mal dort, so wie eine Art Sockelfinanzierung für ein Projekt zu machen, wo ich sozusagen noch ein zweites für mich anhänge. Danke. Also ich muss da noch mal etwas dazu sagen, weil es finde ich sehr, sehr toll. Wir sind ja im Grunde genommen, jedenfalls im deutschen Raum, sind wir immer natürlich dazu geneigt, immer halt nicht über Kosten oder beziehungsweise, was nimmst du denn dafür? Keiner traut sich. Ihr kennt das, wenn ihr in Firmen arbeitet, da sagt niemand, sag mal, verdienst du genauso viel wie ich oder wie viel mehr oder so weiter. Und ich finde es wirklich auch richtig, weil wir haben ja, letztendlich manchmal auch als Fotodesigner oder eben halt als Fotografen, wenn wir Aufträge machen. Bei Kunst orientiert sich das auch nochmal anders. Da gibt es natürlich eine andere Problematik. Ich habe ein Bild, es hat eine bestimmte Größe. Die Maler machen das sozusagen nach Quadratzentimeter und wird dann irgendwie auch genau irgendwie so berechnet. Wir wissen manchmal gar nicht, das erlebe ich ja oft, dass junge Leute kommen, was kann ich denn jetzt dafür nehmen für so ein Bild, ja, und das, wie berechnet man das, wie kann man das irgendwie, die ganzen Preise, die ich bekommen habe, Ausstellungen da reinrechnen, aber ich meine, ich habe ja immer für mich immer das bewundert, ich gehe zu einem Rechtsanwalt, der nimmt den Stift hoch und insofern hat er eine klare Form, wie er berechnet, oder Ärzte, ja, letztens, ich erzähle das jetzt nicht. Aber ich kann es wirklich mal sagen, also die Ärzte, auch wenn du jetzt im Grunde genommen irgendwie versichert bist, ja, dann musst du bestimmte Leistungen, die jetzt dazu irgendwie gegeben werden, musst du im Prinzip halt einfach irgendwie bezahlen. Also wenn du gesetzlich versichert bist, kriege ich ja manchmal Rechnungen gar nicht irgendwie zu sehen. Das ist alles richtig, nur ein Buch braucht niemand. Will niemand, ja. Deswegen kannst du das nicht einfach irgendwie in Rechnung stellen. Ja, das stimmt, aber wenn du dann irgendwie so eine Rechnung dir anschaust, wo dann drin steht, 20 Euro für
Beratung. Dann sagst du, du hast dem Arzt eigentlich nur guten Tag gesagt. Oder Telefonat, ja. Ja, und so. Und letztendlich müssten wir, das hat ja zum Beispiel eben halt Christian, du wirst das bestätigen, glaubt der BFF hier bei uns in Deutschland, Bund Freischaffender Fotodesigner, hat ja an sich eigentlich auch ein Buch irgendwie herausgegeben, wo du ganz klar und deutlich irgendwie auch die Dinge berechnen kannst, was du an sich eigentlich für Leistungen dort machst. Bitte? Ja, kannst aber nicht tust. Also insofern vielen herzlichen Dank für deine Offenheit erstmal, dass du auch irgendwie in gewisser Weise halt das so offenlegst. Und jeder von euch kann einfach natürlich Geschichten erzählen. Wolfgang hat sehr viele monographische Bücher gemacht. Ne? Was hast du in den letzten Jahren dafür ausgegeben? Ich meine, das war schon unterschiedlich bei den Projekten, aber meistens ist natürlich so, dass die, wie beim letzten Playtime, dass man einfach 15.000 Euro für den Druck natürlich hinlegt, irgendwie so. Aber Gott sei Dank war das da bei dem Verlag natürlich so, dass man jetzt keine zusätzlichen Gebühren dafür, dass sie das Buch verlegen, irgendwie, und alle irgendwie Öffentlichkeitsarbeit haben wirklich der Verlag dann auch natürlich selbst finanziert, dass die auch wieder eine Agentur beauftragt haben, die auch wirklich gute Arbeit geleistet hat. Ja. Also das finde ich ja noch irgendwie fair irgendwie, ja, so auch. Das Problem ist nur, dass die Verlage selber ihre Bücher auch nicht mehr verkaufen. Das heißt, wenn das Buch bei einem Verlag liegt, es ist finanziert, interessiert es den Verlag nicht mehr, was mit dem Buch passiert, und damit ist es schon Restmüll. Ja, ist der Punkt. Ist definitiv. Muss man natürlich dann meistens die Bücher selbst dann, also irgendwie kriege ich natürlich dann auch, also weil bei dem Fall waren 600 Bücher waren gedruckt, davon habe ich halt 200 bekommen, aber die hatte ich auch tatsächlich in ein paar Wochen, waren die auch weg irgendwie auch. Und dann habe ich aber auch problemlos 50 Bücher einfach hinterhergeschickt bekommen. Also das war irgendwie so. Aber tatsächlich war es dann auch so, dass mich eine Buchhandlung irgendwie anschreibt, ob sie das Buch über mich bekommen kann. Sie weiß nicht, wo es sonst herbekommt, wo du natürlich schon nervös wirst, weil du denkst, eigentlich bin ich doch bei einem Verlag, damit der Verlag irgendwie das macht. Irgendwie so. Und da ist es definitiv, dass man auch merkt, obwohl es irgendwie total viel Rezension hatte, dass es eigentlich richtig bei Buchhandlungen auch nicht so richtig auftaucht. Irgendwie so. Aber das wird natürlich echt immer schwerer, weil es gibt natürlich Unmengen von Büchern, irgendwie so, weil die Verlage natürlich im Prinzip davon leben, dass irgendwie sie viele Bücher rausbringen müssen zu kleinen Auflagen, damit sie überhaupt überleben können. Ich glaube auch nicht, dass die Verlage reich werden davon. Das werden die auch nicht, selbst wenn sie das so machen, irgendwie so trotzdem irgendwie. Ja, ist, glaube ich, einfach extrem schwer, mit Fotobüchern Geld zu verdienen. Also meine Erfahrung ist, wenn man die Bücher selber macht, hat man es eher im Griff, was man produziert, wie viel man Geld braucht und was man auch verkauft und was man noch in der Hinterhand hat. Also weil Verlage ist immer heikel, weil sie eben eigentlich viel zu viel Bücher publizieren, weil sie natürlich mit diesem Break-Even rechnen, mindestens 500, vorher lohnt sich nicht zu drucken, und wenn sie im Offset-Druck das machen, dann bleiben einfach zu viel übrig. Und der Digitaldruck ist heute so exzellent mit allen Bindetechniken und Möglichkeiten, das seht ihr wirklich hier Buch One, also mit Schweizer Broschur und so weiter, das ist einfach verrückt, oder? Und damit ist einfach die Möglichkeit, das so zu machen. Die Zeit rennt, ich hatte gerade auch ein Zeichen von Jürgen bekommen, du hattest dich jetzt schon vorher gemeldet. Ute, was machen wir? Okay, dann würde ich jetzt sagen, ja, ist das okay? Ich wollte nur ab von den Berechnungen und diesen Finanzierungsgeschichten auf die Inhalte, weil du vorher diese sogenannten Monographien, ich mache auch Bücher selber, nicht kuratiert, Künstlerbücher, und das finde ich ist nochmal was anderes, wie eine Ansammlung von Bildern, die in einem Buch kommt. Ich meine, ich will nicht sagen, dass jeder Fotograf, der ein Buch rausgibt, deswegen diesen Anspruch erfüllt. Aber ich möchte nur sagen, das ist für mich schon eine andere Art, da will ich keinen Kurator, weil das ist sowas Ähnliches wie ein Musikstück, da geht der Komponist auch nicht zu einem anderen Kurator, der ihm das Stück macht. Und so empfinde ich das ein Werk. Bitte? Ja, oder Dirigenten, ja. Ist ja auch legitim, solche Bücher zu machen.
Da kann ich direkt dran anknüpfen. So geht es ja vielen Künstlern und Künstlerinnen, dass sie sich dann da auch nicht so viel reinreden lassen wollen, weswegen ja auch viele Projekte scheitern. Und viele Künstler und Künstlerinnen haben ja schon ihre eigenen kleinen Verlage. Und ich finde, es schreit danach, dass es eine Vertriebsstruktur gibt für Kleinstverlage. Und das wäre wunderbar, wenn es das bald mal geben würde. Also was mir eigentlich vorschwebt, wäre sowas wie eine internationale Datenbank, wo man neue Bücher wie in einem Newsletter eigentlich auch verbreiten könnte, damit man eigentlich auch wüsste, was kommt raus eben in Kleinverlagen, damit das außerhalb des Buchhandels passieren würde. Unabhängigen Kleinverlage. Das war ja beispielsweise so. Genau, sowas suche ich für die Fotografie. Wir müssen jetzt wirklich, ich will jetzt kein Spielverderber sein, ich muss mal ganz kurz gucken, weil jetzt kommt nämlich schon Claudia, um 11. Wir haben jetzt noch eine, wollen wir, ist es ganz wichtig, Claude? Und ja, also ich hätte nur eine ganz kurze Frage noch. Wie wichtig sind dir als Fotohistoriker Bibliotheken, dass deine Bücher in Bibliotheken kommen? Kannst mir es aber auch nachher einfach so beantworten. Die Frage war, ob es in Bibliotheken, selbstverständlich. Wie wichtig ist dir das als Fotohistoriker? Selbstverständlich, alle Bücher kommen in die Bibliothek. In der Schweiz ist das einerseits die Kantonsbibliothek, dann die Bibliotheken, wo etwas her ist, von den Beteiligten, und die Landesbibliothek. Und teilweise auch nach Leipzig, einfach in die deutsche Nationalbibliothek. Also das sind so die Belegexemplare, die du ablieferst? Ich verkaufe alle Exemplare, weil ich verschenke nichts mehr. Auch das ist eine Kritik sozusagen am System, dass ich sage, es kostet halt was, wenn ich schon das nicht zu 100% gefördert kriege, warum soll ich das denen noch schenken? Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du wieder mal vorbeigekommen bist, diesmal so, Fritz Franz Vogel.